So, herzlich willkommen. Wir machen das trotzdem mit Mikrofon, damit die Kollegen, Kolleginnen von FS1 das auch aufnehmen können. Die filmen heute mit, das sei euch gesagt und erwähnt. Ihr müsst ja nichts sagen, ihr müsst nur zuschauen. Die Mikros sind ein bisschen sehr laut, Pitt. Können wir die ein bisschen zurückfahren? Ja. Aber wir haben Gäste und das, was die Gäste sagen, das würden wir uns gerne aufnehmen. Und das kann man dann hoffentlich, ich weiß nicht wann, aber dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auf FS1 dann nachschauen. Auch die Musikvideos, die heute gezeigt werden. Herzlich willkommen hier in das Kino zu einer Veranstaltung, die wir von Cinema Next, mein Name ist Dominik Tschütscher, gemeinsam mit den Kollegen von Offscreen, Simon und der Max, die stehen neben mir und werden sich und auch Offscreen dann nachher gleich selber auch noch kurz vorstellen. Wie es zu diesem Programm heute gekommen ist, würde ich ganz gerne noch in zwei, drei Sätzen einleiten. Wir haben also Cinema Next, für diejenigen, die uns noch nicht kennen oder noch nie bei uns waren, wir kümmern uns ein bisschen um junge Filmschaffende aus oder in Österreich. Also Cinema Next, junges Kino aus Österreich, ist die Initiative. Und wir tun da durch Städte Österreichs, machen halt in Städten, wo eine gewisse Community vorhanden ist und wo wir auch Filmkreative, junge Filmkreative antreffen, immer wieder Veranstaltungen. Einiges auch online, wo wir Porträts oder Talente porträtieren. Wir machen arbeiten mit Filmfestivals zusammen. Letztes Jahr haben wir in Tirol mit einem anderen Hosting-Partner, die lokal verortet sind, haben wir gedacht, machen wir doch eine Musikvideo-Nachschau des vergangenen Jahres. Das ist so ein tolles, unterhaltsames und buntes Programm gewesen, dass wir dann gesagt haben, das würden wir in diesem Jahr ganz gerne in anderen Städten auch anbieten, immer auch mit jeweils anderen lokalen Hosting-Partnern, wie jetzt hier in Salzburg mit Offscreen. Das ist also der Auftakt von einer Veranstaltung, die wir als Bravo Hits 2018 betitelt haben, Musikvideos aus Österreich. Heute in Salzburg, morgen sind wir in Linz und nächste Woche dann in Innsbruck und Graz, immer mit anderen Musikvideos, mit anderen Filmgästen auch. Und wir haben eben auch versucht, die Programme so zusammenzustellen, dass wir immer auch Local Artists mit dabei haben. Und das ist dann da auch der Grund gewesen, wo dann die Expertise und das Netzwerk von den Kollegen von Offscreen dann mit hineinkommen, weil sie hier sich viel besser auskennen als wir, die halt nicht hier wohnen in Salzburg. Ich bin zwar sehr oft hier, habe auch hier studiert und kenne auch viele Menschen, aber nichtsdestotrotz ist euer Netzwerk natürlich weitaus tiefgehender, was jetzt die Filmkreativen und auch was die Musiker und die Bands betrifft. Das ist die Auswahl der Musikvideos, die haben wir gemeinsam getroffen. Ich habe so ein bisschen den quasi Rest Österreich Beitrag und Blog zusammengestellt. Der Pool an Musikvideos war da extrem hoch. Also wir machen nicht nur diese Screenings jetzt halt immer im Jänner quasi als Jahresnachschau, sondern immer auch online einen Musikvideo-Adventkalender, wo wir 24 Musikvideos aussuchen und präsentieren, jeden Tag eins. Und für den diesjährigen Kalender haben wir über 130 Musikvideos österreichischer Bands gestaltet von jungen Filmemacherinnen und Filmemachern gesichtet, also unglaublich viele, was es da gibt. Aus diesen haben wir jetzt heute eben 12 dann ausgesucht. Ja, und zu den Salzburger Beiträgen können Sie ja vielleicht noch ein bisschen genauer was sagen. Ja, danke Dominik als Erster für die Einladung, dass du uns letztes Jahr gefragt hast. Die Idee hätte eigentlich auch von uns kommen müssen, weil es wirklich so naheliegend ist, sowas mal zu machen. Echt? ja, man stolpert ja doch nicht über alle regionalen Musikinterpreten und Künstler, so einfach bei YouTube. Von daher ist es irgendwie sinnvoll, da eine Plattform dafür zu schaffen. Und dann waren wir gleich an Bord und haben dann eben in unser Netzwerk reingehorcht, was aus Filmmenschen von der FH besteht, weil wir selber einen FH-Background haben, aber auch die Schulen in Salzburg, HTL etc.
und einfach auch unsere Gäste, die wir von unseren Veranstaltungen Future Shorts und Instant 36 persönlich kennen, war es eigentlich ein leichtes, da einen Überblick zu kriegen, was im Jahr so passiert in Salzburg. Und nach ein bisschen Quatschen, Chatten waren da schon einige Filme am Tisch und drei davon haben wir heute mit ins Programm reingevotet sozusagen. Und ich hoffe, ihr findet es gefallen an der Auswahl und habt vielleicht auch Fragen an die Filmemacher, die heute da sind und an die Musiker. Kurz noch zu Offscreen selbst, da gebe ich das Wort an dich weiter, Maxi. Hallo. Danke, Simon. Also zu Offscreen selbst, weil es nie wieder ein Verein nicht kennt, wir sind ein Salzburger Filmverein und wir veranstalten Filmveranstaltungen in Salzburg für junge Filmemacher, sowas wie Future Shorts, bei denen Kurzfilme gezeigt werden von meistens lokalen Artists und österreichweiten Filmemacherinnen. Wir zeigen auch bei Frauenfilm hier im Das Kino haben wir einmal im Jahr am Weltfrauentag eine Veranstaltung, bei der wir Filme von Frauen zeigen. Und wir haben eine Veranstaltung, die nennt sich Instant 36, bei der man innerhalb von 36 Stunden einen Film machen muss. Alles immer sehr spannend, da machen immer ganz viele Leute mit, österreichweit. Wenn ihr Lust habt, es gibt ein Thema, dann ist es immer im Herbst. Gut, dann gut. Danke. Vielen Dank. Und vielleicht für euch noch ein bisschen zum Ablauf, die Fans da hinten. Wir zeigen diese 12 Musikvideos nicht in einem, sondern wir haben so Blöcke zusammengestellt. Wir kommen dann immer wieder dazwischen und leiten diese Blöcke ein, beziehungsweise kommen dann mit den anwesenden Filmemacherinnen oder auch Bands dann ins Gespräch, wenn wir sie sehen. Und so hangeln wir uns durch etwa 45 bis 50 Minuten Filmprogramm. Es gibt auch Videobotschaften, die nicht anwesende Filmemacherinnen und Filmemacher uns geschickt haben. Und mit denen und mit den Gesprächen wird das Ganze knapp und knackige 90 Minuten wahrscheinlich dauern. Gut, legen wir los. Der erste Block ist eigentlich hier schon ein Salzburger Blog, weil wir mit vier Musikvideos einsteigen. Das erste ist von Leia, Wannabe. Das zweite Hearts, Good Scott. Und das dritte, ich glaube, das ist eher eine Salzburger Formation, Münd, Elevator. Und diese drei Musikvideos wurden alle gemacht von Rupert Höller, den könnte man hier in Salzburg ihr auch kennen, ihr sowieso. Studiert an der Filmakademie in Wien, hat lange, also hier in Salzburg, die Jugend verbracht, auch hier die ersten Kurzfilme gedreht und ist dann nachher nach Wien an die Filmakademie gekommen und hat eigentlich im letzten Jahr sehr, sehr viele tolle Musikvideos gedreht und ist jetzt immer wieder ein sehr gefragter Musikvideomacher für eben auch bekanntere Bands wie jetzt eben Leia. Und mit Mint haben sie sowieso schon einige Musikvideos gemacht. Das Musikvideo von Mint hat Rupert Höller gemeinsam mit Bernhard Wenger gemacht, auch er hier eigentlich kein Unbekannter, weil Salzburger Filmemacher. Und das vierte Musikvideo, dann, das dann anschließt oder den ersten Block abschließt, kommt von der Band The Oceans mit dem Track You Can Be My One. Und das Video ist von Klein Ideas und rund um die Crew, Sänger und auch die Filmcrew von Sebastian Klein, der schon da ist und sich uns vorgestellt hat. Und wahrscheinlich, vielleicht sind noch andere Leute da, je nachdem, wie viele sehen wir denn dich, Sebastian, hier vorne oder sonst auch die anderen auch. Gut, und nach diesen vier Musikvideos seht ihr uns dann wieder. Gut, viel Spaß, schön, dass ihr da seid, legen wir los.
Hallo, ich bin der Rupert, der Regisseur von Leia Wannabe. Wir haben das Video letzten Sommer gedreht. Es war eigentlich ein ziemlich kurzfristiges Projekt. Der Marco von Leia hat mir Mitte Mai geschrieben, so meine generelle Anfrage. Und dann Anfang Juni, also ungefähr 3 Wochen später, haben wir es dann schon gedreht in Kroatien. Ich habe ziemlich viel Online-Location-Suche betrieben davor. Also ich bin grundsätzlich mal auf die Insel Park gestoßen, die einen ganz coolen, einzigartigen Charakter gehabt hat mit diesen Felsformationen und so, was ich mir eigentlich nicht gedacht habe, dass es in Kroatien gibt. Und dann bin ich draufgekommen, dass die ganzen Winnetou-Filme dort gedreht worden sind in dieser Gegend, was halt super war für die Location-Suche, weil sehr viele eifrige Winnetou-Fans da ganz genau das dokumentiert haben in so Fanblogs und Fanseiten und eben mal so Kroatien-Touren gemacht haben und die ganzen Drehorte abgeklappert haben. Und da habe ich mich dann ganz schön bedienen können. Und eben teilweise haben wir dann an Locations gedreht, wo Winnetou-Filme gedreht worden sind und haben vor Ort dann noch ganz coole andere Spots gefunden. Wir waren 4 Tage dort. 3 Tage haben wir gedreht und ein Tag war für die Location-Suche vor Ort dann noch da, was eben in dem Fall super ausreichend war, weil wir eh schon davor genau gewusst haben, was wir eigentlich wollen und wo wir hinwollen. Genau, wir waren ein ziemlich kleines Team, hauptsächlich aus Budgetgründen, weil man halt schwer mit einer riesigen Mannschaft nach Kroatien fahren kann, für wenig Geld. Wir waren zu 5 insgesamt, der Matthias, der Kameramann, Marco und Sophie von Leia. Die Anna, die war hauptsächlich als Double für die Sophie mit und also als PA im Grunde einfach, was auch super wichtig war. Und ich noch, genau. Es ist dann im Juli schon rausgekommen, also es war eigentlich relativ schnell alles gemacht. Und ja, im Oktober waren die UK Music Video Awards, da haben wir einen Preis für den besten Pop-Newcomer gewonnen mit dem Video. Das waren aber so Background-Infos. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den anderen Videos und schönen Abend noch. Ciao. I want to have your friends. Need to work myself around that. With money I don't have. Gonna get myself a new bed. Oh, I think about in my head it goes on and on. I think about I wanna be like you.
I'm not afraid to die.
take me to your favorite place. Stop, this elevator sucks. Brothers in crime. Damn, maybe you drink too much. I'm not like all the others. They saw you at the end of the room. Stones on a jukebox, I went over to you. Girl, I need your number. But you said no. So I said, you can be my one, I can be a hero, you can be my love. This is why I need you, hearts will never lie. Listen to me, baby, put your hands on mine. Need more than just your body. Say that you're my one, I can be a hero, say that you're my love. This is why I need you, hearts will never lie. Listen to me, baby. You can be my, you can be my, you can be my, you can be my. In the back of a car, I was going home with the girl from the bar. Damn, she's a 10 out of 10. No girl like all the others. In the end, we were out of my place. 69 for hours, like a hit in the face. Girl, I need your number, but you said no. So I said, you can be my one, I can be a hero, you can be my love. This is why I need you, hearts will never lie. Listen to me, baby, put your hands on mine. Need more than just your body. Say that you're my one, I can be a hero, say that you're my love. This is why I need you, hearts will never lie. Listen to me, baby. You can be my, you can be my, you can be my, you can be my. Said I'm perfect, but still you're gonna love it, babe. Came and saved me from the run when I had no escape. Took me out for a day, started a kiss before we ate. Holy God, no day won't stop until the day, no wind to break. I can be a hero, baby, I will never let you down. Promise not to drink or smoke when your parents come around. Yeah, you love it, love it, root, rolling down a naughty way. Never met a girl like you, so come and stay with me, baby. Ain't even got your number now. Been running way too long, just wanna settle down. And she's a 10 out of 10, girl. All I want is you till the end of the time. You can be my, you can be my one, I can be a hero, you can be my love. This is why I need you, hearts will never lie. Listen to me, baby, put your hands on mine. Need more than just your body. Say that you're my one, I can be a hero, say that you're my love. This is why I need you, hearts will never lie. Listen to me, baby. You can be my, you can be my, you can be my, you can be my. Teil 1 von vielen weiteren Interessanten. Und jetzt würde ich gern kurz an Sebastian zu mir bitten, der von The Oceans hier ist heute.
Applaus bitte. Das zweite Mikro. Dankeschön. Erstmal Gratulation, dass ihr schon knapp 270.000 Aufrufe auf YouTube habt, nach nicht mal einem Jahr. Dankeschön, ja. Also ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Und ich weiß ja, dass du Band, Produktion und Regisseur in einem bist, sozusagen. Ist das jetzt ein Vorteil, ist das ein Nachteil? Wie hat sich das jetzt ausgewirkt auf euren Kreativprozess oder wie wirkt sich das generell auf eure Produktion von Musikvideos aus? Ich glaube, man kann es als Vorteil und als Nachteil sehen. Zum einen entstehen Ideen zum Teil gleich mit dem Song und ich glaube, das ist auch bei uns das, was das Endprodukt dann ein bisschen ausmacht. Also wir sehen den Song mit Sicherheit dann auch schon ein bisschen visuell mit dem Video, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, eigentlich in der Findungsphase, wie der Song wird, stellen wir uns dann auch schon ziemlich genau vor, wie das Video eigentlich ausschauen soll. Und das blockiert auf der anderen Seite natürlich aber auch wieder. Weil man oft dann schon so in seinen eigenen Ideen drin ist, dass man vielleicht weniger von außen zulässt, als man eigentlich sonst macht. Genau, ja. Ja, warte, seid ihr euch da immer schnell einig, weil ihr seid euch ja einig über den Stil und das Genre an Musik, was ihr macht. Überträgt sich das dann auch nahtlos in die Idee, was die Videos angeht? Kommt ihr da schnell auf einen Nenner? So wie bei unseren Songs dauert das bei uns immer meistens ewig, bis wir wirklich auf einen grünen Zweig kommen. Aber das liegt daran, dass wir wahnsinnig perfektionistisch sind und wenn einer von uns eine Idee hat, dann sagen wir meistens, ja, okay, eigentlich ist das jetzt nicht so ganz das. Aber wenn sich was gut anfühlt, das was meistens lang dauert, bis es sich gut anfühlt, dann sind wir, sobald der Zeitpunkt erreicht ist und sich das wirklich gut anfühlt, sind wir alle sofort einer Meinung. Aber bis das erreicht ist, dauert es bei uns doch recht lang. Okay, ja, das kennen, glaube ich, eh viele von uns, dass das immer so ein Vor- und Zurück ist. Jetzt habe ich mir die Frage gerade gestellt, wie viele Kissen mussten bei dem Dreh eigentlich sterben? Es waren 4 Amazon-Packungen mit jeweils 4 Kissen. Also es waren nur 16 Stück. Wobei, wir haben bei unseren anderen Musikvideos, gerade bei dem Video davor, haben wir mit Farben geworfen und da war die Halle danach verwüstet. Und das Aufräumen war eine Katastrophe. Und bis zu dem Zeitpunkt mit den Kissen war das Set bei dem Videodreh pipifein sauber. Und wir haben uns danach ziemlich in den Arsch gebissen, wenn ich das so sagen darf, dass wir das mit den Kissen noch gedreht haben, weil danach war einfach komplett der Saustall. Okay, der Klassiker. Wo habt ihr denn gedreht? Das schaut nach einer großen Bühne aus irgendwie. Gedreht haben wir im Lehrbauhof Salzburg. Da gibt es mehrere große Hallen, mehrere Bauhallen und dann noch eine Mehrzweckhalle. Und die haben wir dann eigentlich als Set ausgestattet und komplett. Also die ist komplett leer und wir haben die Halle dann eigentlich komplett als Set aufgebaut. Okay, wunderbar. Eine Frage habe ich noch. Was kommt demnächst von euch? Was kann man noch erwarten dieses Jahr? Wir arbeiten gerade an einem Album, das eigentlich schon irgendwann mal geplant wäre. Es ist im Frühjahr 2019, das geht sich schon lange nicht mehr aus. Geplant ist, dass das Album auf jeden Fall noch 2019 kommt, gegen Herbst. Und wir arbeiten jetzt gerade an neuem Material, an vor allem einer neuen Single. Und die sollte spätestens im Mai rauskommen. Perfekt, wunderbar. Vielleicht hast du ja dann nachher noch die Gelegenheit, mit Gästen zu reden bezüglich Musikvideoproduktion, weil da kann man sich sicher noch austauschen, was Ideen angeht. Absolut. Ich bin über jeden Vorschlag gern dankbar und dann sehen wir uns nachher. Genau. Und vielleicht hat vom Publikum jetzt noch wer eine Frage konkret zu dem Video, was ihr gerade gesehen habt, oder zur Band. Fühlt euch eingeladen, raus mit der Sprache. Alle. Mich würde nur interessieren, weil du davor gesagt hast, musikalisch orientiert seid ihr euch eher jetzt nicht nach Österreich, sondern halt international. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie ihr das anlegt. Ja? Also musikalisch, nur musikalisch oder auch was den Film betrifft? Ja, beides. Also vielleicht gibt es filmisch andere Referenzen, wo ihr irgendwie das platzieren wolltet, aber auch musikalisch offenbar in eine internationale Richtung. Also unser größtes Ziel, musikalisch, wie auch mit den Videos, die wir gestalten, ist, dass es polarisiert. Also uns ist sehr wichtig, dass
dass vielleicht auch, also wir haben auch andere Singles gemacht und witzigerweise, oder die mit den größten Wert nach außen haben und die größte Außenwirksamkeit sind die, die sowohl gefallen, als aber auch negativ auffallen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, alles, was wir machen, ist automatisch negativ, aber wir haben sicher auch sehr viele Leute, die das, was wir machen, nicht immer unterstützen und nicht so toll finden. Aber ich glaube, das macht es auch aus, was auch, sag ich mal, diesen internationalen Charakter hat, weil wenn was polarisiert, dann ist das automatisch in aller Munde. Und das ist auch musikalisch, so wie eben filmerisch bei uns so, dass wir wirklich versuchen zu polarisieren. Und das macht das natürlich nicht einfach. Zu polarisieren ist gerade, jetzt sage ich mal, im Filmbereich bei uns so, dass wir fast immer auf eine Story bisher verzichten, weil, so muss ich auch zugeben, für das fehlen uns die Ressourcen und vor allem auch das Können teils. Deswegen sagen wir, wir beschränken uns darauf, dass wenn eine Person versucht, das Video anzuschauen oder versucht oder möchte sich das Video anschauen, dann muss das eigentlich zu jedem Zeitpunkt, wo ein Video einsteigt, muss ihn catchen für 10, 20 Sekunden, dann kennt er eh meistens den ganzen Song, weil Popsongs sind so aufgebaut, dass wenn man einen Vers und einen Chorus dass man eh fast den ganzen Song kennt. Und entweder es gefällt ihm dann oder es gefällt ihm nicht. Und das ist eigentlich das Hauptziel, dass man eine Person, sag ich mal, entweder beim Hinsehen und dann, dass ich da auf Facebook draufklicke, wenn noch gar kein Ton ist, dass es auf einmal catcht. Das ist musikalisch genauso wie im Filmbereich. Ja. Wunderbar, dann danke und wir könnten dann eigentlich fortfahren, denke ich. Danke. Dankeschön. Wir weiter mit zwei Musikvideos, die wir euch jetzt gerne zeigen wollen. Das sind beides Animationsarbeiten. Das erste ist von einer Formation, sehr spannende Formation, 5KHD, mit der Leadsängerin Schmitz-Pulz, ist quasi die Sängerin oder die Leadfrau von der Band. Der Track Kovac, was habe ich gesagt? Schmitz-Puls, das ist ja... Achso, das ist quasi Lisa Kovac, genau, die hat quasi auch Schmitz-Puls, also als Singer-Songwriter Schmitz-Puls auftrete. Aber die, nein, ist nicht die Lisa Kovac, ist die Miralu Kovac, die Lisa Kovac ist die Schwester. Ja. Die kenne ich persönlich, die Miralu Kovac nicht. Gut, also Schmitz-Puls, Miralu Kovac und die Sängerin von 5KHD, das ist dieselbe Person. Icebird ist der Titel. Gemacht von zwei Künstlerinnen, die in Innsbruck leben, Thomas Medikus und Miriam Kramel. Und der zweite Musikvideo ist von einer Salzburger isländischen Band. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wer von denen da ist. Chili and the Whale Killers. Gemacht von Isabel Seder, die auch mal in Salzburg gelebt hat, aber sie hat mir geschrieben, dass sie derzeit nicht in Salzburg lebt. Der Track ist A Hole in the Wall, zu dem sie animiert hat. Und sie hat uns auch eine sehr charmante Videobotschaft geschickt, die auch 3 Minuten lang ist. Man wird sehen, sie hat sich sehr gut vorbereitet, was sie sagen wird, aber sie ist sehr sympathisch und auch gehaltvoll. Ja, und das sind die zwei Musikvideos, mit denen es jetzt weitergeht. Viel Spaß.
Hallo, ich bin Isabel und ich möchte euch jetzt etwas über mein Musikvideo erzählen. Und zwar ist das in einem Unikurs entstanden. Ich studiere Illustration an der HW in Hamburg. Bei diesem Kurs ging es einerseits darum, das Programm TV Paint zu erlernen, wo man jeden Frame, in dem Fall sind es 12 Frames pro Sekunde, wo man also jeden Frame einzeln auf dem Bildschirm zeichnet. Ja, und neben den technischen haben wir uns auch mit einer freien, experimentellen Art des Erzählens auseinandergesetzt. Wir haben uns gefragt, wie man durch die Bewegung und die Transformation der Form etwas erzählen kann und wie wir uns aus den gewöhnten Mustern des klassischen Erzählens herauslösen können, damit der Film so frei wird wie die Träume, die wir nachts träumen. Ja, und dann war ich in Salzburg und bin auf dem Konzert von Chili und The Whale Killers gelandet. Wie war das? Ja, einfach während dem Song Hole in the Wall waren die Szenen in meinem Kopf irgendwie. Chili hatte davor noch so ein bisschen von dem Gefühl geredet, immer vor einer Wand zu stehen und nicht weiter zu können und dann sich irgendwie durchzukämpfen, durch ein Loch zu springen und wieder vor einer Wand zu stehen. Und es hat mich inspiriert irgendwie. Da waren die Szenen da und nach dem Konzert habe ich mit Chili geredet und er war gleich begeistert von der Idee, die ich hatte, ein Musikvideo eben aus diesen Szenen zu diesem Song zu machen. Und so bin ich dann ans Werk gegangen. Ja, das hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe erkannt, dass man alle Möglichkeiten hat, dass alles offen ist, dass man wie in der Zauberei Dinge verformen kann, verwandeln kann, dass man Gefühle in Betracht heraufbeschwören kann. Und es sind die Szenen eigentlich wie von selbst entstanden. Meistens habe ich einfach meine Augen zugemacht und beobachtet, was sich von selbst in mir drinnen auftut, was von selbst entsteht und weniger versucht, das jetzt zu planen oder irgendwie, ja. Ja, ich bin echt sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeiten haben, das, was wir in uns tragen, herauszubringen, auf so eine freie Art. Und ich hoffe nur, dass sie auch mit den richtigen Intentionen genutzt werden. Und ja, das war's von mir. Tschüss. Yeah.
so you watch, then you turn. While the lights get low, then you walk through a garden painted onto a woman's apron, then all turns blue, 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 blue. Oh. And you walk in sunshine. You walk with me. And you walk in sunshine. Wir geben das dann weiter an die nicht anwesenden Gäste wahrscheinlich. Ja. Das ist mir ist gerade eingefallen, weil Sebastian, du davor gesagt hast, eben, man muss hier nur einsteigen und irgendwann in 10 Sekunden muss man einfach, muss es einen catchen, damit man dranbleibt. Und das sind zum Beispiel einfach wieder zwei Beispiele von Musikvideos, die halt auf YouTube extrem schwierig funktionieren, finde ich. Ja, weil wenn man da einfach mal anfängt und denkt, man hat nach 10 Sekunden oder 20, ja, okay, gut, irgendwie, wie geht das weiter? Und das sind zum Beispiel auch wie die anderen, die halt trotzdem so funktionieren auf YouTube, wie jetzt war das dann auch, die, und das finde ich dann einfach schön, die den Kinoraum vielleicht manchmal auch einfach brauchen, weil diese 3-4 Minuten Konzentration hat man hier auch und die Filme dann ganz anders wirken, ja, als dann zu Hause kurz, wenn man irgendwie eben da sich durchklickt. Also darum finde ich das eben, finde ich die zwei Arbeiten, auch wenn sie sehr komplex sind und sehr schwierig sind, eben am Computer sich anzuschauen, jetzt in diesem Kontext sehr, sehr stimmig und sehr, sehr schön. Jetzt kommt der dritte Block, unser zweitletzter Block mit 3 Musikvideos. Und zwar das erste ist von Fauna, also Formation, oder die Sängerin nennt sich Fauna. Lonely at the Top ist der Track. Das Musikvideo ist gestaltet von Diana Andrei, die uns ein sehr schönes, eine einminütige Videobotschaft im Video-Ästhetik-Stil, so wie das Musikvideo dann auch ist, gemacht hat. In Englisch, als ich es mal angeschaut habe, war ich mir nicht sicher, ob man alles gut versteht vom Sound her, aber ich hoffe, dass das hier gut klappt. Das zweite Musikvideo ist von The Crispies, die Band ist The Crispies, der Titel Fake Leather, und dahinter, hinter dem Musikvideo, oder das gestaltet hat, eine junge Produktionsfirma, die sich Raccoon nennt und in Wien angesiedelt ist. Und das dritte dann ist wieder ein Local Artist, also mit Salzburg-Bezug, Magic Delphine, so süß nennt sich der Track. Und vom Finn-Team hier, also ich habe aufgeschrieben, es ist von Fabian Utz und Stefan Wascher. Ich bin mir nicht sicher, wer heute von... Stefan Wascher stimmt nicht. Nein? Ja, aber Fabian Utz stimmt? Ja, und, ja. Genau, und ich bin auch da. Ah ja, okay, gut, dann werden wir dich wahrscheinlich dann danach davor hier vorne begrüßen. Das Musikvideo ist primär von Benjamin Lagierer. Ach so, okay, ja, dann ist es falsch notiert. Benjamin Lagierer ist primär. Ist er da, Benjamin? Nein, ach so, du bist der Benjamin. Ich mache uns so Cut. Ah ja, okay. Gut, das Gespräch dann mit dir dann danach. Und das Editing. Ja, alles danach dann. Gut, ja, legen wir los. Schön, dass ihr da seid. Gut, bis gleich. Thank you.
I don't wanna go.
give to you. Said you wanna go, I don't wanna lie anymore. Benjamin Lageder und Fabian Uitz von Magical Film zu erbitten, die sich auch fürs Musikvideo verantwortlich zeigen. Außer, dass wir Dominik auch noch mitbringen.
Gut. Weil es noch frisch ist, wollte ich gleich mal fragen, gibt es Fragen aus dem Publikum? Keine falsche Scheu. Kein Problem. Wir haben es ja gerade gesehen, ihr arbeitet sehr viel mit Found Footage. Ich meine, ihr nehmt quasi auch selber Sachen auf, aber wie geht es dir an die Sache heran? Gibst du irgendwas auf YouTube ein und ladst es dann mal schnell runter? Oder ist das ein Prozess, wo du dir vorher überlegst, wie du es genau machst? Na, also ich brauche dann einfach irgendeinen Hintergrund oder so und dann hole ich mir aus dem Internet CC, also Creative Commons Zeug und halt nimm das Beste, was ich kriegen kann. Ja. Genau, und generell, also der Fabi hat bei diesem Video, bei diesen G-Einstellungen Kamera gemacht und dann hat es noch einen zweiten Kameramann gegeben bei diesen Greenscreen-Sachen. Was? Das tut mir leid, dass ich das heute erst sage. Vielleicht zum ersten Mal. Genau. Ja, und den Cut und so, das mache ich alles und ich habe eigentlich davor nicht wirklich einen Plan. Also ich hab mein Handy und da speichere ich Ideen auf, die ich beim Saufen habe und und dann, wenn der Tag X kommt, wo wir ein Video drehen, da schaue ich halt einfach, was irgendwie was geht. Und da war einfach die Idee, wir fahren zum Bahnhof und drehen ein bisschen, ja. Okay. Wenn man das jetzt irgendwie in ein, auf ein schwieriges, glaube ich, wenn man so ein Video in ein Genre gießen würde, würde man es vielleicht mit Trash bezeichnen oder sowas. Ist das eine Bezeichnung, mit der du was anfangen kannst? Ja. Gibt es Fragen derzeit noch? Ich bin selber hier gerade schwierig mit Fragen. Das hast du nämlich keine technischen Fragen. Also technischen, ich habe auch nichts vorbereitet. Ich bin total schlecht. Also, die zwei kennen sich also. Und er spielt halt den Bad Cop. Ja. Es ist, es wäre quasi irgendwie naheliegend, wenn man jetzt, was ich sagte, den Titel nimmt, so süß, dass man jetzt irgendwie eine Liebesgeschichte reinbringt. War das irgendwann mal eine Idee, die am Tisch war, oder war die gleich mal wieder weg? Also ich schaue immer, dass ich irgendwelche Nonsens in die Videos packe. Also die Texte sind ja schon relativ Nonsens und ich schaue dann, dass ich auch im Video keinen roten Faden habe. Und der entsteht dann meistens durch die Musik irgendwie so. Und also so Storytelling finde ich, also taugt man nicht so bei Videos. Aber so. Gut, das war es soweit von mir. Dominik. Ich habe eine Frage. Wie ist das dann musikalisch? Würdest du da auch lieber ohne, also da muss es ja dann dramaturgischer ablaufen, also eben, dass immer wieder der Refrain kommt. Würdest du da lieber dann auch musikalisch viel experimenteller und freier arbeiten, oder? Also ich mache Popmusik, also ich arbeite schon so mit diesen gängigen Popmustern, also Strophe, Chorus, Strophe, Chorus und dann B-Teil und wieder Chorus, großteils. Also ich hab auch ein anderes Projekt, wo ich sehr experimentelle elektronische Musik mache und da kann ich diesen Trieb dann ausleben. Ja. Sind dann die Musikvideos dazu genauso cool wie hier? Ich habe gedacht, wie cool muss man spielen, damit man mit einem Plastiksackerl in der Hand cool sein kann? Ja, eigentlich war ich gerade einkaufen und der Fabi war zufällig am Bahnhof mit der Kamera. Ja, genau. Der Fabi hat es mit einem Gimbal hat das gefilmt. Willst du noch irgendwas sagen? Ich wohne in der Nähe vom Bahnhof. Da sind wir super lustig, also. Und genau, wir haben KBJ, wie man glaube ich auch sieht, und schauen halt, dass wir Spaß haben beim Drehen und machen die Videos eigentlich alle selber, ja. Aus einer Not heraus, ja. Da habe ich dann noch die Frage dazu, hast du dir das quasi selber beigebracht, wie man jetzt so ein Musikvideo quasi schneidet, oder ist das auch quasi, das ist jetzt, wenn man das, wie du gesagt hast, die Aufnahmen sind in Greenscreen zum Beispiel entstanden, das ist ja auch wieder etwas, was man quasi machen muss, um das noch wieder rauszurichten. Also generell schneiden und so habe ich mir selber über YouTube beigebracht. Da haben wir einfach Software geklaut im Internet. Und Greenscreen, also das Rausrechnen, das hat das Du gemacht, der, ich glaube, den Du aufgezählt hast als ja genau, der ist Du, Stefan. Ja, könnte passen. Und der hat mir das rausgerechnet, ja, aber das kann man auch, also es gibt jeden Scheiß auf YouTube. Also, ja.
Und für Trash-Videos reicht es. Auf jeden Fall. Gibt es noch sonst noch Fragen irgendwo aus dem Publikum? Ansonsten würde ich es quasi dabei belassen und sagen vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. Kommen wir zum letzten Block für den heutigen Abend. Das sind die letzten Block, der aus drei Musikvideos noch besteht. Das erste ist von der Band Kari Kari zum Track Summer Sun, ein Musikvideo, das gestaltet wurde von Marie-Therese Hildenbrand. Sie ist eine, die schon zu, also immer wieder, also ich sehe jedes Jahr mindestens zwei, drei Musikvideos, die von ihr gestaltet worden sind. Und sie hat uns auch eine Videobotschaft geschickt, die dieses Musikvideo dann einleitet. Das zweite Musikvideo ist zu Soap & Skins Track Italy, beziehungsweise sind es zwei Tracks eigentlich, Italy und This Is Water, von einem Filmemacher namens Johan Gabriel. Auch er hat uns eine Videobotschaft geschickt, wie es zu dieser Zusammenarbeit zwischen ihm und der Soap & Skins kam. Und das dritte Musikvideo und das letzte für den heutigen Abend ist dann wieder ein Local Artist. Flora Lane ist der musikalische Artist. Keep Me Dry ist der Titel Tracktitel und der filmische Artist. Und ich hoffe, das habe ich jetzt trotzdem, ich glaube, das habe ich schon aus den Credits entnommen. Das Musikvideo wurde gestaltet von Patrick Neubeck. Das stimmt. Und ich glaube, von Flora Lane sollten auch Gäste hier sein. Ja, doch. Ja, dann sehen wir euch dann danach hier vorne. Gut, viel Spaß mit unseren letzten drei Musikvideos. Hallo, ich bin die Marie-Therese Hildenbrand, die Regisseurin vom Video Summer Sun für Kari Kari. Und ich will euch kurz erzählen, wie das Video entstanden ist. Und zwar ist das letzten Sommer in der Nähe von Wien gedreht worden. Wir wollten eine Reise zum Mars unternehmen und einen Gig von Kari Kari am Mars inszenieren, was uns hoffentlich auch ganz gut gelungen ist. Wir haben da relativ gut zusammengearbeitet mit vielen Komparsen, die wir da hingebracht haben und vielen Autos, um das Ganze auch so marsianisch wie möglich zu machen. Das war, glaube ich, der heißeste Tag des Sommers, den wir da erwischt haben. Es ist trotzdem gut, alles relativ gut über die Bühne gegangen, hat gut funktioniert. Und ja. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß am Mars aus der Wintersonne hier. Alles Liebe! Summer sun. Wash away the troubles. Summer sun, like diamonds in the autumn. Let the rain, the lightning and the thunder ease my pain. Thank you.
Hallo, ich bin der Johann. Ich habe gemeinsam mit der Anja Plaschk, auch bekannt als Soap and Skin, die Regie für das Musikvideo Italy übernehmen dürfen, welches ihr, glaube ich, gleich sehen werdet. Die Zusammenarbeit ist so entstanden, dass sie mich einfach angerufen hat, weil sie das Musikvideo 838 für die Band Thirsty Eyes gesehen hatte und ich nehme an, es hat dir gefallen. Das gesamte Projekt war ein Co-Regie-Ding, also Anja war involviert von dem Konzept, was wir gemeinsam erarbeitet haben, bis zum Dreh und auch im Schnitt und sogar im Color Grading war sie die ganze Zeit mit dabei. Zum Schnitt gibt es eine lustige Geschichte. Sie hat mich gefragt, mit welchem Programm wir denn normalerweise schneiden, Premiere. Dann hat sie sich das runtergeladen und mehr oder weniger über Nacht das gesamte Musikvideo geschnitten, welches jetzt auch so ist, bis auf ein paar kleine Änderungen in dieser Version. Gedreht wurde alles in Malta und nicht in Italien, wie man vielleicht denken würde. Malta deswegen, weil ich dort Leute gekannt habe und es schon auch wichtig ist, immer Locals oder eine Produktionsfirma vor Ort auch zu haben und das war uns auch eine große Hilfe. Vor allem bei Sachen wie ein Wohnwagen mitten in ein Naturschutzgebiet stellen oder eben von einer gefährlichen Klippe in so ein Loch springen. Ich wurde auch gebeten, zu diesem Sprung noch kurz was zu erzählen. Das war nur deswegen möglich, weil die Schauspielerin gleichzeitig auch Turmspringerin war, die Lilly, beziehungsweise ist, und deswegen auch die nötige Körperspannung und Erfahrung mitgebracht hat, das zu machen, weil es war nicht ganz ohne. Sie musste halt aus dem Laufen heraus dort in dieses Loch springen und das waren dann doch 15 Meter. Und im Sprung Steine, die dort im Wasser waren, auch noch verfehlen. Und natürlich mussten wir das ziemlich oft machen, bis wir jede Perspektive hatten und bis es auch wirklich perfekt war. Trotzdem gab es auch noch andere Sicherheitsvorkehrungen. Also im Wasser waren Taucher, die dann auch sehr hilfreich waren, weil nach dreimal war sie körperlich schon sehr erschöpft und dann haben die sie mehr oder weniger abgeschleppt, also durchs Wasser gezogen bis zum Boot, dann musste sie nicht selber schwimmen. Im Boot hat dann ein Medic, so ein Arzt, auf sie gewartet, der sie untersucht hat nach jedem Sprung, ob sie nochmal springen kann. Und dann wurde sie mit dem Boot in den Hafen gefahren. Im Hafen wurde sie dann umgezogen in ein trockenes Kostüm, die Haare wurden geföhnt und dann wurde sie zurück zur Klippe gefahren. Also jedes Take hat ungefähr 45 Minuten Pause gebraucht, bis wir es wieder machen konnten. Am Ende haben wir es dann circa 13 Mal gemacht, das Ganze. Und mussten dann aufhören, als sie natürlich nicht mehr konnte, verständlicherweise. Ja, viel Spaß beim Musikvideo. Die Anja lässt sich entschuldigen, aber bei Fragen könnt ihr mich sicher über E-Mail oder Social Media auch kontaktieren. Thank you.
Take me to your place. Filmemacher und Band von Flora Lane vom letzten Video bitte runter zu mir bitten für ein kleines Q&A. Nicht zu schüchtern. Es gibt noch mehr, wir glauben, wenn wir alle raufkommen, dann füllen wir die Bühne. Okay, na, passt gut. Wollt ihr euch ganz kurz vorstellen, wer welchen Part übernommen hat? Ich bin der Dani, ich bin Sänger und Gitarrist von der Band. Ich bin der Benny, ich habe Licht und Special Effects gemacht, aber praktische. Natürlich mit dem VFX und SFX, das heißt Raum und Vollhörer und so weiter. Ich habe Kamera gemacht und darf den Patrick entschuldigen, weil sie vorhin Geburtstag hat. Lass das Herz entschuldigen. Ausnahmsweise. Nach eurem Video ist der erste Gedanke aufwendig, meiner Meinung nach.
Wie viel Zeit und vor allem auf welchem Berg habt ihr die verbracht? Wir haben 3 Tage gedreht und alles in der Umgebung von Kitzbühel, wobei wir da unglaublich viel Support auch von lokalen, hilfreichen Menschen gehabt haben, die uns da mit Quarz und Skidos irgendwie einen Talschluss nach hinten gekarrt haben, wodurch wir auch überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, da irgendwie letzten Jänner bei tiefstem Schnee irgendwo in Tirol drin. Also davon bin ich jetzt fast ausgegangen, dass das ein paar Tage waren, ja. Und gab es irgendwelche Erfrierungserscheinungen da oben oder ist alles glimpflich vonstatten gegangen? Eigentlich nicht. Eigentlich. Es hat minus 15 Grad gehabt da oben, glaube ich, noch, oder minus 20 oder so, wie wir ganz oben waren. Es war schon ziemlich kalt. Aber es war okay. Für die Kunst. Ja. Ja, für mich war es nicht so schlimm, ich war nicht dabei beim Dreh. Ich wollte schon fragen, wie inwieweit war die Band involviert in den ganzen Kreativprozess und in den Dreh? Hauptsächlich eigentlich beim Konzeptschreiben, gemeinsam mit Pat und Andy. Dort war die Band involviert, also hauptsächlich ich für meine Wenigkeit und der Amy, der Chris. Einfach nur gemeinsam den Songtext zerlegen und schauen, was man daraus für Video basteln kann. Und da wart ihr euch relativ schnell einig, oder? Relativ schnell und sehr dankbar auch, wenn ich jetzt Videos sehe, wie der Patrick das Video auch umgesetzt hat, dann das Konzept. Meiner Meinung nach sehr gut getroffen, was ich mit dem Text sagen wollte. Ja. Wunderbar. Was will ich dich noch fragen? Du hast mir, Andi, kurz angeteasert, dass das eigentlich nur ein Teil von einer Reihe hätte. Wir haben beim Konzept nochmal die Idee gehabt, dass es eigentlich schön wäre, die ganze EP irgendwie auch in Musikvideos umsetzen. Von dem her, das Konzept von dem Video folgt eigentlich irgendwie einer Welterzählung, die wir vielleicht nur auf 4 separate Videos aufteilen könnten, weil wir nur 1,5 Jahre pro Video von der Band kriegen. Ja, das ist wahrscheinlich eine Zeitfrage und auch Budgetfrage. Oder habt ihr jetzt alles irgendwie mit eurer eigenen Manpower umgesetzt? Oder? Wir haben irgendwie so die grundlegenden Sachen, hat die Bandzeit, ich glaube, wir haben ein Budget von ungefähr 800 Euro gehabt, wo halt Übernachtungen und Fahrtkosten und so irgendwie deckt waren, aber rein was an Arbeit reingeflossen, das haben wir alle eigentlich als Spaß und Freude gemacht. Okay, ja. Wie viel Zeit habt ihr insgesamt in die ganze Produktion gesteckt? Dreh war ziemlich genau 2 Wochen vor dem Jahr, wo es dann mit relativ kleiner Crew, wir waren zu 8 oder 9, was ist klein, aber wir waren 8 Leute ungefähr Crew, schätze ich mal, 6, 7, plus 2, 3 Helfer, die uns halt da irgendwie auf den Berg aufgefahren haben mit Bergrettung, Skidos und so Sachen. Und dann ist das Ding erstmal relativ bald geschnitten gewesen. Die VFX haben sie dann noch einfach ein Dreivierteljahr gezogen und man sieht, es ist eigentlich noch nicht released und man merkt eh, dass 2, 3 Shots irgendwie nur ein bisschen Polishing vertragen könnten. Schauen wir mal, ob da noch was passiert. Ja, ich glaube, das wäre uns jetzt nicht aufgefallen. Wie geht es dann bei der Band und bei dem Projekt weiter? Was erwartet uns demnächst von euch? Zuerst noch kurz was punkto Produktion. Es hat sich auch von Bandseitens als sehr lang gezogen. Es waren, glaube ich, 3 Fälle mit dem ganzen Video plus Song plus Albumcover. 3 unabhängig voneinander Festplatten kaputt gegangen und Daten verloren gegangen. Das heißt, zum einen musste ich die Vocals nochmal komplett neu einsingen. Nicht nur für den Song, sondern für alle Songs auf dem Album. Die waren weg. Dasselbe ist mit dem Albumcover passiert von dem Fotografen, Festplatte. Und das gleiche ist passiert mit den VFX-Sachen hier. Oje, oh yeah, dann kann es eigentlich nur besser werden. Es kann nur besser werden, ja. Es ist jetzt immerhin schon mal hier ausgeschaut worden und es ist ab Freitag dann auch online auf YouTube. Also eine Premiere, wunderbar. Ja. Vielen Dank auch dafür. Und die nächsten Videos sind schon in Planung, oder? Noch nichts Konkretes in Planung. Wir haben mal leicht was angeschnitten, wie Andi vorher gemeint hat, beim Konzepten für dieses Video zu Keep Me Dry. Aber mal schauen, wann man Zeit dafür findet. Wir haben alle andere Projekte am Laufen. Ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer leicht. Gut, aus dem Publikum jetzt noch eine Frage zu dem aufwendigen Video. Fabi.
Weil ich selber schon mal im Winter gedreht habe, was für Kamera habt ihr verwendet und wie ist die mit minus 20 Grad umgegangen? War in dem Fall Red Dragon und das beantwortet die Frage ungefähr. Also, na, es hat eigentlich erstaunlich gut hingehauen, Akkus gehen halt schnell aus. Überhaupt, das Schwierige beim Drehen ist immer die ganze Logistik. Wenn es irgendwie minus 20 Grad hat und man friert und hat drei Locations am Tag zum Covern, wo man eigentlich immer nur winzig kleine Slots kriegt, in denen man drehen kann, weil der ganze Umzug in diese Locations einfach ewig dauert, dann ist eigentlich die Natur irgendwie das größte Hindernis bei sowas. Und eine kurze Frage, letzte Frage, Catering auf wie hoch? 2500 Liter sowas? Müsli-Riegel und Tee und am Abend hat es irgendwie dann für die ganze Crew immer einmal ein warmes Essen gegeben, wenn man fertig war. Und man musste selber frühstücken wahrscheinlich, oder? Frühstück gab es in irgendeiner Form. Nicht am Set, also wir sind nicht irgendwie hinkommen und Frühstück war bereitet, aber bevor wir quasi aufbrochen sind, nochmal ordentlich stärken. Okay, wenn das alle Fragen waren, dann sage ich jetzt Danke an euch und noch einen schönen Abend. Vielleicht ergibt sich noch der eine oder andere Chat mit euch und gebe das Wort weiter an dich, Dominik. Ja. Ja, es bleibt mir nur übrig, mich und uns zu bedanken für euch fürs Kommen. Ja, wir haben es fast in 90 Minuten, doch, ja, 90 Minuten, eineinhalb Stunden. Ich hoffe, es hat gefallen. Also mir hat es taugt, ich würde wiederkommen. vielleicht machen wir das wieder in einem Jahr. Ich glaube, das ist schon ganz ein schönes und spannendes und ein buntes Programm, auch mit diesen Videobotschaften und auch mit den Gästen. Recht herzlichen Dank, dass ihr da wart. Recht herzlichen Dank fürs Kommen. Haltet Ausschau danach, was die Kollegen von Offscreen so machen. Haltet auch ein bisschen Ausschau, was wir vielleicht so machen. Spätestens im Mai sind wir wieder da mit Cinema Next. Sind wir dann immer zweimal im Jahr gastieren wir hier mit der Cinema Next 2. Das ist eine Talenteschau mit jungem Kino oder schönen und tollen Filmen von jungen Filmemacherinnen und Filmemachern. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr entweder bei uns oder bei der einen Veranstaltung von den Offscreens oder egal irgendwo, wo es Kino gibt, dort Kino besucht. Ja, ist immer wichtig, dass Publikum da ist. Gut, habt einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Kommen. Danke.